Hallo, herzlich willkommen zurück. Weiter geht's mit dem VfL. Kleines Revier-Derby steht an. Auswärts auf Schalke. Veltins Arena. Karel Geraeths ist da noch der Trainer. Die Schalker sind aktuell auf dem 13. Tabellenplatz im Abstiegskampf verwickelt. Für uns heißt es auf jeden Fall seit dem oder nach dem überraschenden Sieg bei den Bayern in der Champions League auf jeden Fall, wir müssen ordentlich rotieren. Der Kader, der ist schon stark erschöpft. Dazu komme ich aber gleich. Wir gucken uns erstmal kurz an, was im Afrika Cup als erstes los war, würde ich sagen. Wegen unseren Spielern, die da aktiv sind oder waren, kann ich von vornherein vorwegnehmen. Agomé wird zum Kader zurückstoßen, also ist schon wieder da, ist aber keine Option. Fürs Spiel ist halt erschöpft. Einfach erschöpft. 3:1 verloren gegen Algerien haben sie. Also die Kameruner sind damit ausgeschieden. Wie man hier sehen kann, mit 3 Punkten Republik Kongo auf dem zweiten. Also man ist auch nicht als einer der Gruppenbesten Dritten. Hat man sich nicht qualifiziert. Patrick Pfeiffer weiterhin unterwegs mit Ghana in der zweiten Runde. Sowie auch, das war noch Kusunu. Nee, Kusunu. Mit der Elfenbeinküste ebenfalls noch im Turnier. Der spielt diesen Gruppensieger gewonnen, sogar letztendlich mit 7 Punkten. Das bedeutet dann, wie gesagt, schon Agomé wieder da. Wir haben gegen den Sieg oder durch den Sieg gegen die Bayern 2,8 Millionen Euro Prämie erhalten. Ist natürlich wieder mal richtig, richtig guter Geld, ein richtig guter Geldsegen. Kusunu sieht man hier nochmal im einzelnen Detail. 17 Minuten ist er eingesetzt worden. Und dann schauen wir uns auch nochmal die Leistung von Agomé an. 90 Minuten durchgespielt, aber keine dolle Leistung, kann man sagen, bei der Niederlage, wie erwähnt. Dann sehen wir uns kurz mal die medizinische Abteilung an. Das, was ich meinte, wir haben viele Spieler hier aus der ersten Elf, die halt müde sind. Zwar nur leicht, aber wir haben jetzt insgesamt innerhalb von 20 Tagen 5 Spiele. Und das heißt natürlich, das hinterlässt Spuren, wie man sehen kann. Und da kommen noch 2 Spiele in den nächsten 3 Tagen jeweils. Und daher müssen wir halt rotieren. Also da bleibt nichts anderes übrig. Eigentlich so gesehen sogar eine taktische Neuausrichtung bezogen auf Spieler. Schauen wir uns aber erstmal Schalke an. Die spielen mit Langhafer zu Hause. 2 Stürmer. Zweiter der Torschützenliste. Aktuell sehr gut drauf. Müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Genauso wie Uwe Jahn stark drauf aktuell. Mit 3 Vorlagen auch und einem Notendurchschnitt von 7,03. Aydin ebenfalls müssen wir aufpassen. Also die sie machen schon Tamtam aus dem auf den Außen. Haben auch eigentlich clever gewirtschaftet auf dem Transfermarkt. 230.000 Euro ausgegeben, fast nur ablösefreie Spieler verpflichtet. Auch Nene, so würde ich sagen, richtig gut aufgegangen, der Transfer. Und Bauer dann somit der einzigste Transfer, der Geld gekostet hat. Haben sie bestimmt auch eine Kaufoption oder so, mal schauen. Kaufverpflichtung, 850.000 Euro aber nur. Und man hat 2,1 Millionen eingenommen. Brian Lastma gab da oder hat das meiste Geld eingebracht mit einer festen Ablösesumme von 1,5 Millionen Euro. So, unsere eigene Ausrichtung offensiv. Wir wollen natürlich offen mitspielen, nicht verstecken, ordentlich rotiert, das hatte ich angesprochen. Wittek für 10. Galesic auf dem ungewohnten linken Teil der Innenverteidigerposition neben Masovic. Ja, müssen wir einfach machen. Ne? Okoh etc. sind ja schon sehr, sehr angeschlagen, sage ich mal. Verletzungsgefahr ist halt zu hoch insgesamt zusammengefasst. Der Los Santos neben Kemmlein. Loran jetzt hinter den Spitzen, das ist das, was ich gerade angesprochen habe, von Anfang an. Kein Nypan, Agomé sowieso erstmal keine Option. Boschinski und beste Außen und Semi im Sturmzentrum. Ja, also ein bisschen schon offensiv ausgerichtet. Ne? Wollen hoffen, dass wir da was reißen natürlich. 28 Punkte haben wir. Eine gute Chance, uns abzusetzen von der Konkurrenz und auch Union weiterhin auf Distanz zu halten vor allem. Ne? Haben wir ein Spiel weniger. Also ja, wir sind eigentlich so voll im Soll, aber natürlich gegen noch mehr Punkte wehren wir uns nicht und somit gehen wir rein ins Spiel. Ja, aber aufgrund der Rotation würde ich mich schon mit einem Punkt zufrieden geben, bin ich ganz ehrlich. Aber vielleicht ist Schalke einfach nicht gut drauf. Nee, habe ich da ein bisschen Sorgen, sag ich mal, um eingespielte Innenverteidigung. So zum ersten Mal Masovic neben Galesic.
Ah ja, genauso wie Loran hinter den Spitzen, ne? Nochmal ein bisschen anfeuern, verfordern eher gesagt. Erster Schuss aufs Tor. Oder allgemein erster Versuch und aber kläglich scheinbar. Mal kurz den Rad mal gucken. Tut sich erstmal nichts. Ballbesitz ist klar. Pässe. Also im Angriff kommen alle Pässe eigentlich an, aber halt Schalke steht gut mit einem Fünferblock, ist klar. Kämmlein richtig gut drauf. Mit Nasch der beste Mann bis dahin. Schauen, ob das jetzt für uns endet. Gut. Ja, Schalke mit dem Ball gewinnen. Im Schaltspiel Uwe Jahn. Langer Ball auf Nene. Oh, der war schon nicht ohne. Offensiv scheint wirklich nicht viel zu funktionieren aktuell. Loran sehr schwach. Okay, das geht wohl mit einem 0-0 in die Halbzeit erstmal. Ja, von uns gar nichts. 0,1 sagt alles. Doppelwechsel. Broschinski geht raus, rechts dafür raus. Loran auf den Flügel und Hüppan kommt rein in der zweiten Halbzeit. Ja, hoffentlich funktioniert es. Ich habe sonst nicht viele Optionen. Also ich möchte da halt wirklich kein großes Risiko eingehen. Leipzig und Union warten ja noch. Nehmen wir den Punkt halt mit. Direkt eine Chance zum Anstoß. Ich möchte jetzt auch nicht zu sehr ins offene Messer laufen, sage ich mal, den ich jetzt einfach 4-2-4 zum Beispiel spielen lasse. Scheint mir vom Match-Momentum, sage ich mal, wie es so schön immer heißt, nicht die beste Idee zu sein, ne? Loran, Lupan. Oh, Lupan mit dem Tor. 45 Sekunden gespielt nach seiner Einwechslung. Schlecht den Haken, zieht in die Mitte und schön das Schlenzer. Ja, stark gemacht. Zweites Mal, dass er trifft gegen Schalke. In letzter Saison halt auch. Ich glaube auch auf Schalke sogar. Mit dem Siegtor. 2-1. Oh, Schalke jetzt mit der Antwort kurze Zeit später. Wehren. Bitte nicht. Direkt die Antwort. Ah, geht zur Ecke. Der Ball. Anschließender. Oh, ja. Nee, nee. Jetzt hat er sein Tor. Ich habe. Viel zu frei, wie er hier lauert. Kann unbedingt abschließen. Auch keiner beim Mann, den ich eigentlich eingestellt habe, Galesic. Boah, du für Beste vielleicht noch wäre eine Option. Zehnter für Wittek. Vielleicht hier ein bisschen mehr zu reißen noch. Sind auf jeden Fall mittlerweile besser im Spiel.
Schalke kommt auch immer besser, aber jetzt Ballbesitz haben wir auf jeden Fall aktuell mehr. Nochmal was machen, aber ich werde auch gleichzeitig Schalke nochmal im Auge behalten. Bremer. Ja, das ist nämlich auch ein richtig gutes Talent. Schon gesehen. Den müssen wir auf jeden Fall auch im Auge behalten. Ja, ich zeige nochmal die Attribute nämlich kurz. Eigentlich ganz okay. Für einen 17-Jährigen, ne? Kann man nicht meckern. Dribbling, Flair vor allem und so. Nervenstärke ist auch schon stark. Jetzt haben wir eine Chance. Oh, da nicht im Konter laufen hier. Paslak. Oh, doppelt geblockt. Bochum bleibt dran, oder? Nee, Chance vorbei. Ich habe vermutet aber mal, dass Schalke auch noch wirklich noch einiges nach vorne schmeißen wird. Tempelmann und Mörken jetzt reingekommen. Ja, Schlussphase, da geht es jetzt schon mehr ab. Loran. Zurück auf Paslak. Quergelegt. Und puh, zählt er. Ich schätze abseits. Schwierig. Tor gegeben, jawohl. Boah, du 2-1. Die Joker stechen auf jeden Fall. Der Los Santos, Nypan wird gefoult. Ja, und Bordeaux nutzt das Ganze aus. 2-1. Der Los Santos wirkt erschöpft. Zwei Wechsel haben wir noch. Ja, bringen wir dann Osterhage. Sieht man auch hier Asano, ne? Was ich hier für eine Personalnot habe. Die ganze Zeit in der zweiten Mannschaft gespielt, Reserve. Gar keine Verwendung für gehabt. Jetzt sitzt er auf der Bank. Der Los Santos mit dem Assist. Schalke jetzt wieder. Weiter Einwurf Baumgartel. Seguin und schön geklärt. Ja, da brennt es aber lichterloh hinten. Letzter Wechsel. Ich müsste eigentlich in der Innenverteidigung nochmal was machen. Co. dann für. Galesic. Wird sehr schwer jetzt, ne? Die Schlussphase, glaube ich, schon. Aber ich warte noch ein paar Minuten. In Hoffnung, dass da jetzt nichts anbrennt mehr. Weil, nee, das soll sich rund laufen. Hoffentlich kann Galesic mithalten noch. Die Abwehr bis auf Zehnter pumpt aber jetzt aus dem letzten Rohr. Loran wird erschöpft, kann ihn nichts machen, der muss durchhalten. Also defensiv kann ich das schon mal gar nicht wechseln. Ich würde sagen, jetzt nochmal die letzten paar Minuten einen rein. Nochmal einen fitten Innenmann. In der Hoffnung, dass sich Masovic kein Gelb-Rot einfängt. Oh Mann. Oh du, schön aufgepasst. Gut antizipiert, schickt Loran. Der liegt quer an den Pfosten und Ecke. Na, Zehnter lässt sich Zeit. Lässt sich der Ergo Zeit stoppt. Ja, jetzt läuft's noch. Flanke kommt. Gut. Okay, fast dran. Woran gibt weiter Gas? Flanke lange unterwegs. Zehnter. Auf die Latte. Bochum den 3-1 aktuell näher. Oh, jetzt aufpassen. Nee. Der Konter läuft. Bremer, abgeblockter Ball.
geht hin und her, passt Lack. Ai, und diese Saison ist vorbei, hätte ich jetzt fast gesagt. Die Chance ist erstmal vorbei. Kann man mehr fordern? 5 Minuten Nachspielzeit, Sieg oder Unentschieden, jetzt halt. Vierundneunzigste Minute, Schalke am Eckball. Baumgartel zurück auf Mörkin. Oh nein. Und der geht knapp vorbei. Letzte Minute. Pfeif ab. Ende. Jawohl. Boah. 2-1 gewonnen. 2-1 gewonnen. Plan ist überwiegend eigentlich aufgegangen. Galesic hat nee, überwiegend im Griff. Überwiegend. Ne? Bis auf das Tor halt und so weiter. Aber es ist ein Spieler halt, der auch wirklich brutal gut drauf ist. Ne? Trotzdem eine 7-4 mit seinem Treffer. Greimel hat stark gespielt. Müller hat den. Ja, Tenasch kann das auch ganz gut, ne? Mal so eine Leistung abliefern. Die Wechsel sind gut aufgegangen, auf jeden Fall, kann man sagen. Der Los Santos hat gut gespielt, gute Rotation. Nypern, Boadu, würde ich schon sagen, haben frischen Wind reingebracht und den Unterschied ausgemacht. Kann man schon sagen. Erfreut. Kleines Revier-Derby gewonnen. So, 14. Spieltag durch, beziehungsweise der 15. im Allgemeinen eigentlich, kann man ja immer noch sagen. Ne? Ist immer ein bisschen verwirrend nach wie vor. So, 2-1 Sieg des VfL bei Schalke. 0-0 trennen sich Werder und Leipzig. Union 3-0 Sieg gegen Dortmund. Stuttgart, Bayern 0-4, Leverkusen 0-0. Wolfsburg besiegt Hannover 2-0 und Freiburg, Bayern ebenfalls 0-0. Köln besiegt Mainz 2-1, Gladbach 2-0 gegen Hoffenheim. Und dann noch der HSV mit dem 1-0-Sieg gegen die Eintracht. Das hat auf jeden Fall was gebracht. Sind nochmal auf 7 Punkte rangekommen an Leipzig und auf 3 Punkte verkürzt den Abstand der Bayern. Union bleibt dran, weil sie ja natürlich dementsprechend auch gewonnen haben. Aber nichtsdestotrotz bleibt der Vorsprung auf einem Europa-League-Platz bei 6 Punkten. Und die Nicht-Qualifikation bzw. Conference League sind wir mittlerweile 11 Punkte voraus. Also der Vorsprung ist Deluxe. Schon echt gut. 31 Punkte sowieso richtig Bombe. Ordentlich Fett am Fressen. Haben jetzt noch 2 Spiele. Die sind jetzt zwar, wie jetzt schon 2-3 Mal erwähnt, knapp hintereinander. Und auch gegen Leipzig, Union, 2 absolute Top-Mannschaften aktuell. Wird nicht leicht, aber. Wir haben die Hälfte, würde ich sagen, zusammen für die Champions League schon mal. So, da 60 Punkte sollten doch wie in den letzten Jahren, wie man hier sehen kann, eigentlich reichen. Hier 67 Punkte, 62. Ja gut, der ist ein bisschen anders gelaufen. Aber davor 56 für Platz 4. Ne? Also das sieht doch ganz gut aus. So, ja, so kann man sagen. Im dritten Jahr oft Kurs wieder Richtung Europa Cup. Ja, und im Abstiegskampf, da verlieren wir natürlich auch noch ein paar Worte. Ich zeige auch noch mal ganz kurz das Achtelfinale gleich vom Afrika Cup, das habe ich vergessen. Hannover hat der HSV und Leverkusen unten drin. Gerade so über den Strich hält sich jetzt noch Stuttgart, Gladbach und Schalke. Dortmund muss aufpassen, dass. Ja, Dortmund ist eigentlich mitten im Abstiegskampf, sind gerade mal nur 3 Punkte. Das ist echt kurios, ne? 6 Niederlagen schon. Dortmund steckt im Abstiegskampf und 7 Punkte vor allem auch Rückstand auf die Europa League Plätze. So, schnell nochmal Afrika Cup. Afrika Cup wollte ich zeigen. Vielleicht gewinnt hier einer unserer Spieler das Ding. Guck mal, die zweite Runde war sogar schon. Dann sehen wir hier, da Senegal Mali rausgeschmissen hat, Kongo Guinea nach Verlängerung, Kap Verde Guinea. Ah, das ist Guinea-Bissau, ne? Genau. Marokko 4-1 gegen Nigeria. Guinea, Nigeria. Das hat sich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, gleich ungefähr angehört. Elfenbeinküste, Cousinou. Auf jeden Fall eine Runde weiter. Dann haben wir jetzt hier noch Ghana. Die spielen dann noch gegen Tunesien. Aber so sieht's aus. Ne? Die zweite Runde ist damit schon mal zur Hälfte fast durch. Und dann spielt die Elfenbeinküste zum Beispiel gegen Burkina Faso oder Algerien. Das wird ein Kracher. Okay, beenden
beende ich den Part. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön, ein dickes Dankeschön fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend. Tschüssi, Kowski.